Herzlichen Glückwunsch zum Lottogewinn, Fräulein Blechschnabel. Danke. Herzlichen Glückwunsch von uns allen und weiterhin viel Glück. Lotto-Glück und anderes Glück. Prost. Danke. Prost. 150.000 Mark, so viel habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Einen Teil davon kriegst du doch auch. Das hat doch keine Eile. Prost. Frau Hohleder, auf Ihr Wohl. Prost. Frau Hohleder, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir so lange so viel Geld gegeben haben. Na ja, jetzt, wo ich genug davon habe, kann ich es Ihnen doch mit Zins und Zinseszins zurückzahlen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Auch im Namen meiner Tante. Champagner soll Champagner sein. Kommen Sie, Herr Landwehr. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jetzt wird aber hier nicht mehr gefeiert, jetzt reicht's. Am Montag laden wir euch alle zu einem Sektfrühstück ein. Ausgezeichnet, jetzt gehen wir alle ins blaue Eck. Angefangen ist angefangen. In dem Büro wird nicht mehr gearbeitet. Ein Wort, ein Mann. Warum machst du denn deine Feier nicht am Wochenende? Da könnten sie alle ihren Rausch ausschlafen. Genau zu meiner Tante, nach Bad Wiessee. Du immer mit deiner blöden Tante. Ja, ja, aber Herr Landwehr! Herr Landwehr, die Tageskasse musst du noch zur Bahn geben. Absicht. Das geht schon. Das ist schlimm. Das geht auch nicht. Ne? Na Quark. Du bleibst eben drin. So. So. Hallo? Wie schaust denn du aus? Ich habe gerade meinen Gegner bis zur moralischen Vernichtung getrieben. Ja? Tennis? Was denn Tennis? Ach. Squash! Ach so, Quatsch. Ja, verstehe. Komm, red doch keinen Unsinn. Müsstest du eigentlich kennen. Gefangene sollen es erfunden haben. Kann man in der Zelle spielen? Ja, also von unseren Kunden habe ich noch keinen gesehen, der in dem Aufzug rumläuft. Siehst du? Wird eben höchste Zeit, dass du mal ins Gefängnis gehst. Nein, nein, das ist ganz interessant. Jede Wand ist anspielbar. Oben, unten, rechts, links. Kannst den Ball schmeißen, wohin du willst oder kannst. Ja, also da hüpfen die in der Zelle rum und da dreschen auf den Ball drauf. Genau so. Hoppen. Komm, wirf mal irgendwo hin. Ist wurscht, wo? Natürlich ist wurscht. Komm. Na, Pause. Na komm, spiel du. Was? Ich jetzt? Ja, ja, komm. Ja, dann machen wir bloß. Bei dir geht's auf jetzt. Ja, sehr gut. Was ist denn hier los? Wie sehen Sie denn aus? Heute ist Montag, Herr Kollege Kettwig. Und Montag ist immer noch der Anfang einer Arbeitswoche. Ich darf also bitten, ja? Ja, Kettwig. Ja. Ja, ist gut, ich komme sofort. Die Arbeitswoche hat soeben begonnen. Einbruch bei Lachner in Elmstadt. Gut, dann ziehen Sie sich um und gehen dahin. Ja, bitte sehr. Ich habe mich halt wohl oder übel über die Statistik vom Polizeisportverein machen müssen. Jetzt alles nix. Was sein muss, muss sein. Sie werden keine Statistik bearbeiten, Kollege Frösche. Sie werden mit mir zusammenarbeiten, damit Sie einmal sehen, was methodisch saubere Kriminalistik ist. Nach Ihrem letzten Fall scheint mir das doch sehr angeraten zu sein. Hier, Bankeinbruch, Malzacher und Eiermann.
Die Verdächtigen sind zwar so gut wie geständig, aber für Sie gibt es sicher noch etwas zu lernen. Also bitte. Montag. Wenn einer schon Eiermann heißt. Sind Sie der Herr mit dem? Ja, Kettwig, Kriminalpolizei. Wir haben telefoniert. Ja, Landwehr. Ja. Der Täter muss hier eingedrungen sein. Ja, ja, das sehe ich. Wo ist Ihr Büro? Im ersten Stock. Wenn Sie sich bei Herrn aufbemühen. Ja, ja. 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 Bitte schön, Herr Kommissar. Wenn Sie sich bei Herrn aufbemühen, dann würde ich. Feiern Sie den Einbruch? Nein, eine unserer Kolleginnen hat im Lotto gewonnen und da sollte heute eine kleine Feier sein. Ach, das ist ja schade. Das ist Herr Kettwig, Kriminalpolizei. Grüß Gott. Guten Morgen. Grüß Gott. Ja, was ist denn nun eigentlich gestohlen worden? Ja, die Tageskasse. Genau, ein Teil der Tageskasse vom Freitag. Bitte, wenn ich Sie bemühen dürfte, Herr Kommissar. Zu meinem Schreibtisch. Bitte hier rechts. Hier. So, bitte. Sehen Sie hier? Moment, nichts anfassen. Bitte. Nichts anfassen, ja. Nichts. Lassen Sie immer die Tageskasse übers Wochenende hier drin? Nein, natürlich nicht. Und warum diesmal? Nur am Freitag. Da hatten wir auch gefeiert. Und da hat man sie unverzeihlicherweise zurückgelassen. Sonst wird sie am Wochenende immer zur Bank gebracht. Und wie viel war da drin? 34.000 Mark. Du musst doch nicht alles weg. Nein, nur 22.000. Der Rest ist ja auch noch da. Herr Landwehr, wer von Ihnen hat denn nun... Hat er nun eigentlich mitgekriegt, dass die Kasse übers Wochenende hier drin geblieben ist? Ich denke, alle. Alle, die wir da waren. Ich war ja strikt dafür, dass sie noch zur Bank gebracht wurde. Aber die Leute waren ja alle etwas alkoholisiert. Sie kennen das ja. Dann könnte es also jeder gewesen sein. Herr Kommissar, wenn ich vielleicht auch mal was dazu sagen darf. Bitte, bitte. Ich hätte sowieso noch mit Ihnen gesprochen. Ja, eine scheidet nämlich aus. Fräulein Carina. Ja, die im Lotto gewonnen hat. Wegen ihr haben wir ja gefeiert. Sie kann es also wohl nicht gewesen sein. Trotzdem vernehmen muss ich sie alle. Du verstehst halt nichts von Frauen. Ich meine beim Verhören. Ein Büro voller Weiber. Komm, lass in den Lauf. Also die, wenn ich ihr die Magie genommen hätte, hätte bestimmt eine gestanden. Ja, das vielleicht sogar zwei. Das glaube ich, das glaube ich. Nein, ernst, Heiler. Du bist einfach bei Frauen ganz anders wie bei Männern. Hm, Gott sei Dank. Nein, ich meine so, du verhörst anders. Du bist zu nachsichtig. Ja, ja. Danke für den Hinweis, aber überlass mir doch bitte meine Methoden, wie ich mit Damen umgehe, ja? Ja, das will ich ja gar nicht ändern, aber schau, dass zum Beispiel die Blechschnabel mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hat, das ist doch wieder so eine vorschnelle Behauptung von dir. Wahrscheinlich ist es recht hübsch. Dann komm jetzt wieder auf. Jetzt hör endlich auch auf, mit dem Schläger da rumzufuchteln. Wieso? Das macht doch dem Ding nichts aus. Das ist kein Ding, das ist ein King's Size Royal, mein Herr. Ja, das ist ja recht und schön. Was hat sie gesagt? Im Lotto hat sie gewonnen. Mhm. Da muss ich leider lachen. Jeder Zweite, der da regelt, sagt, Herr Kommissar, ich habe im Lotto gewonnen. Ob Sie es glauben oder nicht? Ja, ob Sie es glauben oder nicht, mein Herr. Wochenziehung Nummer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5 richtige, 150.000 hat sie gewonnen. Donnerstag war Auszahlung. Guten Tag, Herr Kollege. Da war es halt der andere. Da würde ich halt jetzt einmal die Schuhgröße des Hausmeisters einfüttern und dann vielleicht mit der Hutweite sämtlicher Angestellten multiplizieren und durch die Quadratmetergröße des Raumes dividieren und dann kommt hundertprozentig der pH-Wert der Blutgruppe des Täters raus. Pavlov, ja. Na, oder noch besser, du ziehst die Wurzel aus der Außentemperatur, die während des Einbruchs geherrscht hat, und quadrierst das mit der Temperatur, die der Fußbodenbelag hat vielleicht. Na, im Ernst, Heiner, warum machst du es denn so schwer? Nimm doch die einfache Methode, schau. Der Fall, den der Steiner und ich jetzt gerade bearbeiten, den haben wir mit ganz simpler Verhörstaktik so weit gebracht, dass der Eisenedi jetzt schon fast seine Komplizen verraten hätte. Er selber ist ja voll geständig, nicht? Ich meine, der Steiner war ja nie so weit gekommen, wenn er mich nicht gehabt hätte. Du weißt es ja, wenn ich verhöre, dann bleibt kein Auge trocken, nicht? Na, Fabler, das ist es, blaues Eck. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe alle Daten eingespeichert. Tatmerkmale, Ort, Zeit, Personen und habe in alle Relationen durchrechnen lassen. Das ist das Ergebnis. Blaues Eck, Besitzer Friedrich Wendt, genannt der Wendige. Ja. Ja, und hast du das nicht gewusst?
Nein. Du vielleicht? Das ist selbstverständlich. Da brauche ich keinen Computer. Das ist ja fabelhaft. Aber mir was sagen, das kennst du nicht wirklich. Du hast mich ja nicht gefragt, Henk. Ach Gott. Außerdem, was willst du denn mit dem blauen Eck? Ja, da sind die hingegangen, verstehst du, nach ihrer Feier. Dieser Lottogewinnfeier. Ach so, und da meinst du, haben die ganz laut ausposaunt, dass sie im Lotto gewonnen haben? Ja, das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Sie haben auch ausposaunt, dass sie die Kasse stehen gelassen haben im Büro. Die Hohle, da hat es dem Chef gesagt, aber der war auch schon nicht mehr ansprechbar. Und der Wendige hat alles mitgehört, meinst du? Ja, wirklich? Das glaube ich eben nicht. Schau, der hat alles mitgenommen. Der lässt doch nicht die Hälfte des Geldes da. Der braucht nämlich Geld. Ja. Kennst du seine Freundin? Hast du das einmal gesehen? Nee, wirklich auch nicht. Hm. Merkst du schon? Ja, ja, ich kann das dir da musst du unbedingt anschauen. Ja, komm, lass mich doch in Ruhe mit der Frau. Doch, du, im Prinz habe ich es einmal gesehen. Ja. Ach, die hat vielleicht eine Frage gestellt. Ja, aber du hast wahrscheinlich so viel Freizeit. Ach, geh, lauter Frauen, ringsum Frauen, aber du, bei ihr komm, nur komm Männer. Komm auf die Erde zurück. Ja, was muss denn? Ja, hast du den Schlüssel von unserem Auto gesehen? Freundin habe ich, warum? Na komm, gib ihn hier, ich brauche ihn. Nein, nein, du, ich möchte schon mitfahren, das ist gar nicht ungefährlich. Besser, ich fahre alleine. Frau Händler, ich bin im blauen Eck, ja? Ja. Frau Händler, Sie lassen mich gar nicht ab. Nein, du bleibst schön. Nein, hier. Frau Händler, lassen Sie mich doch hinter dich. Toni, du schnappst mich aber. Also, wie war das jetzt? Von Freitag bis Montag habe ich in meiner Wohnung, Voltini Park 17, Herrn Eduard Eisen Unterkunft, Nahrung, Heizung und Pflege gewährt, verehrter Herr Kommissar. Sie wissen, dass wir gegen diesen sogenannten Herrn Eisenede wegen Bankraub ermitteln, gnädige Frau. Ihre Ausdrucksweise legt die Vermutung nahe, dass Sie sich einem Irrtum näher befinden, verehrtester, als der Wahrheit. Hm, wie Sie mich mit Ihrem Alibi zweifellos glauben machen wollen, nicht wahr? Ich habe nicht nur die Zeit von Freitag bis Montag, sondern sogar darüber hinaus noch eine Nacht mit Herrn Eisen verbracht. Eine angenehme. Gehört diese Bemerkung noch zu Ihrer polizeilichen Tätigkeit? So, jetzt geh weiter. Komm nur. So, hinten sind Sie. Komm. Einer, genau wie ich mir es gedacht habe. Hm? Nur weiter. Der Friedrich war angeblich mit ihr benannt. Ja, Sonntag auf Montag. Ach, so ein Pech. Naja, die stecken ja meistens unter einer Decke. Ja, diesmal leider nicht, da steckt ein anderer drunter. Was? Ja, die Gnädefrau hat eben Herrn Eduard Eisen ein Alibi gegeben. Von Freitag bis Montag durchgehend. Was hast du? Miese Schlampe, du. Ausgerechnet mit diesem hergelaufenen Geldschrankknacker. Hättest dir wenigstens einen besseren aussuchen können, wenn du mich schon betrügst. Sie halten es also demnach für durchaus denkbar, dass sie von Freitag bis Montag mit Herrn Eisen zusammen war. Die Schlampe ist doch zu allem fähig. Moment mal, wenn Sie das für denkbar halten, dann können Sie nicht bei Ihrem Alibi bleiben. Sie haben doch bis jetzt behauptet, Sie waren am Wochenende mit ihr beisammen. Was soll das? Ich brauche überhaupt kein Alibi. Warum erfinden Sie denn eins, wenn Sie ein reines Gewissen haben? Weil es bei euch immer besser ist, man hat eins. Ihr wollt ihm doch nur immer was anhängen. Tja, Friedrich, jetzt allerdings. Pech nicht. Hätten sich gar nichts anzustrengen brauchen, lieber Friedrich. Wenn ich nur mit dieser blöden Kuh gar nicht erst was angefangen hätte. So oder so. Sie haben Fehler gemacht. Also, gehen wir. Mhm. Wiederschauen, gnädige Frau. Herr Händler, wir brauchen Sie für ein Protokoll jetzt. Meine Herren? Ja? Ich muss schon sagen, ich bin empört. Ich erwarte Sie mit der allergrößten Unruhe und Sie sind nicht auffindbar. Sie, Frau Schöll, verlassen sogar Ihre Arbeit an einem Fall, zu dem ich Sie ausdrücklich und unter Hinweis auf den damit verbundenen pädagogischen Nutzen abkommandiert habe. Jetzt sind wir ja da, Frau Händler. Und der Bankeinbruch ist abgeschlossen, jawohl. In der entscheidenden Phase waren Sie nicht da. Eisenede ist geständig. Wir wissen jetzt auch seinen Komplizen, einen gewissen Friedrich Wendt. Ich habe seine Verhaftung bereits veranlasst. Ja, da ist er. Wie? Wir haben ihn schon verhaftet. Für Sie, Herr Steiner. So, ach so, ja. Frau Händler, bitte, ich brauche Sie zu Protokoll. Kommen Sie. Bitte, bitte. Ja, Moment, Herr Kriminaldirektor, das ist ein Maltäter. Keiner, du musst jetzt einen neuen suchen. Ja, aber ich kann doch aber sagen Sie mal, das ist ja wohl ein. Das hat aber noch nie gemacht. Ich glaube, wir müssen den Täter unter den Angestellten suchen. Nur die konnten gewusst haben, dass die Tageskasse ausnahmsweise da war. Ja, du musst den Dame nochmal in die Mangel nehmen. Und die Weiber gleich zweimal hintereinander. Ja. Du weißt ja nicht, wie rumgeht. So, Moment. Es war doch so, 34.000 Mark waren in der Tageskasse, 22.000 sind gestohlen worden, bleiben Rest 12.000. Die sind liegen geblieben. Warum? Ja, warum? Der Täter wird halt genau 22.000 braucht haben, ne? Eben. Und das war sein entscheidender Fehler. 12.000 Mark liegen lassen ist immer ein Fehler, finde ich. Was meinen Sie denn, wer es gewesen sein könnte? Ich? Vielleicht. Vielleicht habe ich das mit dem Lotto nur erfunden. Nee, haben Sie nicht. Ich habe es überprüft. Überlegen wir doch mal. Der Täter hat genau 22.000 Mark gebraucht. Den Rest hat er nämlich liegen lassen.
Also wer in Ihrem Betrieb braucht genau diese Summe? Das kann ich auch gewesen sein. Ich habe Schulden gehabt. Bei Anni 3.000 Mark und bei Frau Holi der 15. 15.000? Ja, meine Tante war sehr krank. Ich habe ihr einen Rollstuhl gekauft und eine Kur bezahlt. Und das Badezimmer habe ich umbauen lassen. Ja, aber das haben Sie doch wieder zurückgezahlt. Natürlich. Aus dem Lottogewinn. Ja. Also, warum hätten Sie dann hier noch einbrechen sollen? Fräulein Beck-Schnabel, wissen Sie zufällig, ob in Ihrem Betrieb jemand in letzter Zeit Anschaffungen gemacht hat? Ich meine, Auto gekauft, Haus gebaut oder sowas? Ja, Herr Landwehr baut. Ach ja? Das tun doch alle, wenn Sie Abteilungsleiter werden. Was verdient eigentlich so ein Abteilungsleiter bei Ihnen? Das ist ein Familienbetrieb, das weiß ich nicht. Da müssen Sie ihn schon selber fragen. Ja, Bausparkasse Sonnenfreude. Inkassostelle bitte. Ja, ist gut, ich warte. Morgen, Heiner! Der Trainer hat gesagt, sowas ist ihm noch nicht untergekommen. Naturtalent. Ich. Sie übrigens ein Pfundskerl. Ja. Ja? Ja, grüß Gott, Herr Mayer, jetzt nochmal Kettwig. Ich hätte da noch eine Frage. Es geht um den Bausparer Rüdiger Landwehr. Sagen Sie, wann war die Tilgung der ersten Hypothek fällig? Du, und weißt du, was er noch gesagt hat? Ja, ich warte. Aus also, mir macht er noch einen Kampfsportler, der gesagt, bei der Veranlagung. Aha. Moment. Ja? Kampfsportler Fröschl, was darf denn sein, bitte? Ihr Kaffee, Ihr Kaffee. Ja, danke schön. Was? Ja, das ist ja wunderbar. Du, bei Lachen ist das ganze Geld wieder da. Was? 22.000 Mark. Ja, den Fall bearbeitet normalerweise mein Kollege Kettwig, aber wie ein Sprint bin ich selbstverständlich. Moment, Moment, Herr Kampfsportler. Was hast du denn? Ja, Herr Landwehr. Die ganze Summe. In einem Päckchen. Absender anonym. Das ist ja fabelhaft. Das hätte sie natürlich nicht machen dürfen. Was, wieso Sie? Er, der Landwehr. Na, die Blechschnabel. Ja, aber sie hat doch im Lotto gewonnen. Die hätte doch den Einbruch gar nicht nötig gehabt. Sie hat doch 177.000 Mark auf ihrem Konto. Ja, eben. Und in der fraglichen Zeit war sie in Wisse. Ja, bei ihrer Tanze. Na, ja, doch, sie war in Wisse. Ja, ja, aber in der Spielbank in Wisse. Ja, ich stelle mir das Ganze nämlich ungefähr so vor. Sie hat 150.000 Mark im Lotto gewonnen und daraufhin ihren Kolleginnen versprochen, dass sie ihre Schulden wieder zurückzahlt. Ja? Aber am Samstag ist sie wieder nach Wisse gefahren und dort hat sie den ganzen Lottogewinn wieder verloren. Und damit sie aber ihre Schulden trotzdem zurückzahlen kann, hat sie Sonntagnacht im Büro eingebrochen. Genau. 22.000 Mark hat sie gestohlen. 18 zahlt sie an ihre Kolleginnen zurück. Ja, und was ist mit den restlichen 4.000? Damit fährt sie nach Wisse. Montag oder Dienstag Nacht, da hat sie wieder gespielt. Anders geht's doch überhaupt nicht auf. Das ist ja fantastisch. Ja, bloß beweisen können wir es nicht. Keine Spielbank gibt Auskunft darüber, wie viel jemand gewinnt oder verliert. Aber wenn diese Theorie stimmt, dann haben wir eine Möglichkeit. Natürlich, sie ist eine Spielerin. Und da packen wir's. Tja, meine Herren, wenn Sie den Fall Lachner auf ordentliche Weise lösen wollen, dann sollten Sie diesen Friedrich Wendt verhören, den Sie mir völlig unsinnigerweise im Fall Bankeinbruch als Komplizen serviert haben. Bitte was? Der Mann hat mit dem Bankeinbruch überhaupt nichts zu tun. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Ah ja. Aber Sie haben doch... Gleich Ihre Voreiligkeit gerügt. Jawohl. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Zur Tatzeit Bankeinbruch ist Herr Wendt mit seinem PKW auf der Kaiser-Ludwig-Straße in Grünwald 93 gefahren. Punkt 0.24 Uhr. Der Bankeinbruch ist um 0.23 Uhr geschehen im Pasinger Marienplatz. Gut 30 Kilometer entfernt. Erstaunlich, was die Schutzpolizei alles fertig bringt. Mitten in der Nacht schöne Fotos. Ne? Ja, nichts wie Prügel schmeißen die zwischen die Beine. Nichts wie Schwierigkeiten hat man mit ihnen. Steiner. Für Sie, Herr Kettwig. Oh, Entschuldigung. Herr Wanninger, mitten in der Dienstzeit. Ja, Herr Wanninger. Ja? Ja, gut, wir kommen sofort. Los, Toni, komm, die Sache steigt. Steigt? Gut. Aber, meine Herren, ich verlange eine Erklärung. Ich gebe Ihnen den dienstlichen Befehl. Was macht das Telefon? 50 Pfennig. Ich danke auch. Na, wollen vielleicht schnappen. Ja, möchten Sie was essen? Ja, vielleicht. Danke. Oh mein Gott, was ist da? Ach du lieber Himmel, das auch noch, das ist mir aber peinlich. Entschuldige es bitte schön. Kann ja mal passieren. Ich zahle selbstverständlich die Reinigung. Gestatten Sie, Wanninger? Blechschnabel. Ich glaube, auf den Schrecken hin
könnten wir eigentlich beide ganz gerne einen Schluck vertragen, meinen Sie nicht? Ja. Ach, Fräulein, bitteschön, bringen Sie uns doch zwei. Entschuldigen Sie, bitteschön, was trinken Sie? Ein Magdalena wie immer? Ja, gern. Ja, und wir bringen Sie einen großen Obstler und ein neues Bier. Ich lade Sie selbstverständlich ein. Nein, das ist doch nicht nötig. Doch, doch, das ist schon nötig. Darf ich mich zu Ihnen sitzen? Ja, gern. Ja. Ich habe nämlich zu meinem ehemaligen Mitarbeiter immer gesagt, wissen Sie, ich bin nämlich pensioniert. Fräschel habe ich gesagt, was auch passiert, Anstand muss sein. Schweinebraten 10,50 Mark, ein Rumsteak garniert 22 Mark, macht 22,50. Das dürfen Sie jetzt aber nicht auch noch bezahlen, lieber Herr Wanning. Doch, doch, das kann er mir schon noch leisten. Sie sind doch Pensionist und ich habe wirklich genug Geld, glauben Sie mir. Ja, also gut, unter einer Bedingung, Grad oder Ungrad. Ich verstehe nicht. Da spielen wir es doch aus, wir zahlen dann später. Wissen Sie, ich spiele nämlich gerne. Und wenn also da auf dem Schein, jeder Schein hat doch so eine Nummer, ja? Wenn da die letzte Ziffer eine ungerade Zahl ist, also beispielsweise 1, 3, 5, 7, 9. Und ich ungerade gewettet habe? Ja, dann haben Sie gewonnen. Ah ja. So. Wollen Sie mich schon wieder verhören? Leider nein, gnädige Frau. Heute geht es ausnahmsweise nicht um Sie. Schaff ich mal durch. Schön. Hier, noch ein 20er. Gerade oder ungerade? Jetzt hört's doch endlich auf. Sie haben doch schon so viel verspielt. Das macht nichts, gar nichts. Also, gerade? 150 Mark haben Sie schon verspielt. Vor drei Wochen habe ich 150.000 verloren. Wenn ich mal spiele, dann spiele ich. Was? 150.000? Ja, an einem Abendbad, wie Sie. Los, gerade? Ungerade. Revanche. Bitte. Der ist? Ungrad. Grad. Hab nichts mehr. Ich glaube, Sie brauchen auch nichts mehr. Wieso wär's? Mein ehemaliger Mitarbeiter Fröschel. Und wie ich Ihnen ja schon gesagt habe, ich bin ja bereits pensioniert. Polizei? Ja. Und Sie sind Pensionist. Sauber. Die Katze lässt das Mausen nicht. Das ist immer nur besser, wenn die Maus das Katzel nicht lassen kann. Dann haben Sie mich hier. Überführt, gnädige Frau. Na, dass Sie eine Spielerin sind, das haben wir ja vermutet. Aber wir konnten Ihnen nicht beweisen, dass Sie Ihren Lottogewinn 150.000 Mark an einem Abend verspielt haben. Und dass Sie deshalb die Tageskasse aufgebrochen haben. Mit der ich alles wiedergewonnen habe und noch mehr. Auch an einem Abend. Ja, Glück muss der Mensch haben, gnädige Frau, darf ich bitten. Halt, halt. Was gibt's denn? Ja, ich habe Ihnen noch nicht gezahlt. Ach, ja, das macht mein Kollege. Ja, bitte. Nein, 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 das ist beschlagnahmt. Also gut. Was macht's? 43,50 Mark, bitte. Was?